Wasserurkraft. Ganz kurz, worum geht es? Was macht ihr? Worum geht es bei dem Wasservitalisierer? Danke für die Frage. Also wir von wasserurkraft.de präsentieren eine russische Technologie, kommt aus der russischen Raumfahrt. Es ist eine Hochfrequenztechnologie. Große Köpfe wie Nikola Tesla, Georges Lakowski haben bereits vor über 100 Jahren festgestellt, dass bestimmte Frequenzen in der Lage sind, sich sehr positiv auf Körper, Geist und Seele auszuwirken. Mhm. Die Russen haben daran natürlich unglaublich weiter geforscht und gearbeitet, und das ist das Ergebnis davon. Okay, das heißt, was passiert praktisch? Also ihr habt einen Wasservitalisierer, was macht der genau? Mhm. Und was ist der Effekt davon? Genau, der Wasservitalisierer generiert ein hochfrequentes Feld. Das ist, sind Frequenzen, die wir nicht in der Lage sind zu sehen. Mhm. Aber die sind in der Lage, wiederum mit den Wassermolekülen in Resonanz zu gehen, dass diese in eine spezielle hexagonale Struktur gebracht werden. Und dadurch kann das Wasser wesentlich mehr Energie abgeben an denjenigen, der es trinkt. Das ist das eine. Praktische Auswirkungen davon, also angenommen, diese hexagonale Struktur ist vorhanden, wie macht sich das praktisch bemerkbar? Die Vitalität steigert. Man hat Versuche gemacht mit Mäusen, die durch hexagonal strukturiertes Wasser 47% länger schwimmen können als Mäuse, die normales Wasser getrunken haben. Interessant. Ja, und das Wasser, was wir heutzutage zu trinken bekommen, ist total destrukturiert. Ja, wir bekommen Leitungswasser, was mit hohem Druck durch Leitungen gepresst wurde, oder Flaschenwasser, was Ewigkeiten schon im Flaschen stand, ist völlig destrukturiert und ist nicht mehr in der Lage, Energie an den Trinker weiterzugeben. Interessant. Letzte Frage, ganz kurz einfach Basics, wo kommt ihr her, seit wann gibt es euch? Ich selber komme aus Karlsruhe, mein Freund, der die Technologie aus Russland nach Deutschland gebracht hat, kommt aus Stuttgart. Die ersten Prototypen wurden 2012 nach Deutschland gebracht. Man hat damals Erfahrungen gesammelt im kleinen Bereich, im Umfeld, bis man gemerkt hat, oh, da ist doch was dabei. Plötzlich aus Kleinigkeiten wurden Großigkeiten, die in die Ordnung gekommen sind. Schwerkranke Menschen haben behauptet, sie sind wieder gesund geworden durch den Einsatz des Wasservitalisierers. Bernhard, danke dir. Sehr gerne.